Hallo zusammen und willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Systematik der motorischen Hauptbeanspruchungsformen. Wir haben uns bereits die Hauptbeanspruchungsformen Kraft, Schnelligkeit, Ausdauer und auch Flexibilität angeschaut und werden heute das letzte Kapitel anfangen, nämlich das Kapitel der Koordination. In diesem Beitrag soll es hauptsächlich darum gehen, welche anatomischen Strukturen sind da beteiligt, also welche Bereiche im Bereich des Gehirns, die auch an der Motorik beteiligt sind. Wie sieht das auf Höhe des Rückenmarks aus? Und dann wollen wir uns auch mit der Praxis beschäftigen. Also wie kann man sich vorstellen, dass Bewegung geplant wird, durchgeführt wird? Wie sieht es mit Reaktionszeiten aus? Also was ist da vor allen Dingen entscheidend? Und wir werden auch schon mal einen kleinen Exkurs machen, wie sich Koordination im Lernprozess verändert. Wir fangen also als erstes mal an, um eine gewisse Übersicht zu haben, wie ist überhaupt das Gehirn so aufgebaut. Und was man bei dieser Gehirnanatomie bedenken muss, ist, dass das Gehirn als Organ das mit Abstand komplexeste ist, was wir im Körper haben. Deswegen ist es wichtig, dass man versucht, auch erstmal eine Übersicht zu haben, und dafür finde ich diese Abbildung eigentlich ganz schön. Man teilt das Gehirn eigentlich in 4 bis 5, je nachdem, große Abschnitte, die man unterscheiden kann. Das ist zum einen das Kleinhirn. Das Kleinhirn, wir werden noch später noch uns mit den Aufgaben des Kleinhirns beteiligen und beschäftigen. Das Kleinhirn hat da hauptsächlich die Funktion, Bewegung beispielsweise fein zu justieren. Ganz grundsätzlich von der Evolution her hat sich das Gehirn im Grunde von diesen sehr basalen Strukturen, also erweitertes Rückenmark, Kleinhirn, im Grunde hier so nach vorne entwickelt. Das heißt, das, was wir jetzt hier zum Beispiel sehen, der Frontallappen, der ist evolutionsmäßig eigentlich noch relativ neu. Deswegen gehen wir jetzt einmal so von unten schräg rüber bis dahin. Wir haben also zunächst das Kleinhirn, was eher einfachere Aufgaben da hat, beispielsweise Bewegungskoordination, Feinadjustierung. Dann haben wir den Okzipitallappen hier in grün dargestellt am Hinterhaupt. Der ist unter anderem für die visuelle Wahrnehmung zuständig. Das heißt, darüber nehmen wir bestimmte Prozesse wahr. Dann haben wir auf der Seite hier diesen Temporallappen. Da gibt es auch verschiedene Funktionen, die der hier hat, auch in der Kommunikation verschiedene Areale. Das werden wir später noch sehen. Dann gibt es den Parietallappen, der ist im Grunde da, wo man jetzt beispielsweise im jüdischen Raum zum Beispiel so eine Kippa auf hätte, also da, wo der Wirbel liegt, also eher so oben hinten. Das wäre hier der Parietallappen. Und der Frontallappen, dieses, was jetzt hier hellblau dargestellt ist, da befindet sich beispielsweise auch alles, was wir mit Kognition, also mit konkreten Denkprozessen hier haben. Deswegen ist dieser Abschnitt auch relativ neu. Das heißt, da ist hauptsächlich eigentlich das Denken, das Nachdenken, Überlegen entscheidend und ist deswegen auch weit weg von diesen sehr basalen Hirnregionen. Wie bereits schon angekündigt, kann man das natürlich noch etwas komplexer sich anschauen. Das sehen wir jetzt hier nochmal etwas weiter aufgedröselt. Wir haben auch hier wieder unsere verschiedenen Bereiche. Die könnt ihr jetzt oben links natürlich auch nochmal in der Übersicht sehen. Wir sehen jetzt aber hier auch noch andere Dinge, verschiedene Windungen, die hier jetzt beschrieben werden, auf die ich jetzt nicht groß eingehen möchte. Wir haben jetzt hier hauptsächlich noch die rosa eingekreisten Areale. Das ist beispielsweise die Wernicke-Region oder die Broca-Region, die auch an der Wahrnehmung und Durchführung von Sprache zuständig ist. Und die Funktionen, die verschiedene Areale haben, die hat man oft dadurch herausgefunden, indem man sich damit beschäftigt hat, was ist mit den Leuten, die jetzt da eine gewisse Störung haben. Das heißt, wenn man jetzt beispielsweise Leute hat, die kaum reden können, da kann es dann beispielsweise sein, dass ein Schlaganfall in einer gewissen Region stattgefunden hat. Und darüber hat man dann auch sukzessive immer wieder herausfinden können, welche Region da wichtig ist. Wir werden das auch später noch sehen, dass man sich da auch anschauen kann, wo eine entsprechende elektrische Aktivierung stattfindet. Das geht natürlich auch, aber vieles über die Funktionen wissen wir eigentlich erst über den Ausfall, den man da hat. Für unsere motorische
Planung und die Koordination sind hier verschiedene Areale, die jetzt hier so, ja, wie so ein, man könnte sich vorstellen, wie so ein Haarreifen, den man sich aufsteckt. Also wenn man sich beispielsweise so, ich nehme mal so ein Beispiel, sich Kopfhörer aufsetzt, ja, dann hätte man ja diese Regionen. Und da gibt es jetzt verschiedene Kortexe, die für die Motorik wichtig sind. Das ist einmal der primäre somatosensorische Kortex, den sehen wir jetzt hier. Dann gibt es einen sogenannten prämotorischen Kortex und den primären Motorkortex. Auf die werden wir gleich auch nochmal genauer eingehen. Das sind also die Areale, die jetzt an der Verarbeitung auch von der Sensorik beteiligt sind, an der Vorplanung einer Bewegung und an der tatsächlichen Ausführung dieser Bewegung. Es gibt natürlich in der Tiefe des Gehirns noch weitere Areale, die eine große Bedeutung haben, wie beispielsweise die Basalganglien. Die liegen unterhalb der Großhirnrinde. Da vielleicht nochmal ganz kurz, was hat es überhaupt mit der Großhirnrinde zu tun? Man muss sich das Gehirn so vorstellen, so sieht man es ja auch oft mit diesen ganzen Windungen und so weiter. Aber das, was man außen sieht, ist im Grunde die Hirnrinde. Und diese Hirnrinde besteht im Grunde aus der sogenannten grauen Substanz. Wenn man sich ein Gehirn mal wirklich anguckt in Körperwelten, dann ist das nicht wirklich grau, sondern ist tatsächlich eher so eine rosane Färbung. Besteht aber eigentlich aus der grauen Substanz. Man hat da oft diese Unterscheidung zwischen grauer Substanz und weißer Substanz. Der Unterschied ist der, die graue Substanz, da sind wirklich die Nervenzellkörper enthalten. Das heißt, da sind wirklich die Nervenzellen, Nervenzellkörper drin. Und die muss man sich vorstellen wie so eine 5 mm große Schicht, die wirklich auf dem Gehirn im Grunde drauf liegt. Das ist im Grunde diese Schicht, wo die Nervenzellkörper liegen. Und im Inneren, da haben wir dann eigentlich gar nicht mehr diese Nervenzellkörper, sondern da haben wir dann die einzelnen Nervenfasern, die man auch als weiße Substanz bezeichnet. Und diese weiße Substanz heißt deswegen weiße Substanz, weil die mit diesen Myelinscheiden umzogen sind, wie wir das ja schon am Anfang gesehen haben. Und das macht das Ganze im Grunde auch weiß, weil wir diese vielen Isolierschichten haben. Das heißt, wir haben im Gehirn außen die graue Substanz, innen die weiße Substanz, die dann die Nervenfasern betreffen. So, und im Inneren des Gehirns haben wir natürlich weitere Strukturen, wie gerade schon angeklungen, die Basalganglien, die eben da drunter liegen. Und diese Basalganglien ist ein relativ großer Komplex im Gehirn, der an verschiedenen Prozessen beteiligt ist, also sowohl kognitive, motorische als auch limbische Funktionen hier haben kann. Dann haben wir als nächstes den Thalamus. Der Thalamus liegt da im Grunde sehr, sehr eng dabei. Ist auch eine Region, die mit mehreren Sachen vertraut ist. Und hier geht es vor allen Dingen um die Verarbeitung von Sinneseindrücken. Also daran ist der Thalamus hauptsächlich auch beteiligt. Dann nächste Region, jetzt hier in Blau dargestellt, der Hippocampus. Und der Hippocampus ist jetzt ein Teil des limbischen Systems. Das limbische System ist ja so die Informationszentrale, die hauptsächlich für Emotionswahrnehmung, Emotionsregulation beteiligt ist. Also da mit dieser Region fühlen wir im Grunde. Da sind verschiedene Sachen beteiligt. Da haben wir den Hypothalamus, die Amygdala, den Hippocampus, das Mamillarkörperchen oder die Mamillarkörper, die Epiphyse. Also das ist ein großes, komplexes Gebilde, was für uns auch eine große Relevanz hat, um Emotionen da zu steuern. Man hat früher Emotionen eigentlich sehr stark in den Hintergrund gerückt und hat denen nicht so eine große Bedeutung zugemessen. Auch gerade in der Philosophie war das früher so. Und mittlerweile weiß man, dass diese Emotionen eine sehr, sehr wichtige Rolle haben. Auch gerade im Bereich des Sports oder auch im Bereich des Lernens. Dieser Hippocampus ist jetzt bei uns im Gehirn vor allen Dingen an der Gedächtniskonsolidierung beteiligt. Und über die synaptische Plastizität, über die wir auch noch sprechen werden, auch an der Langzeitpotenzierung beteiligt. Das heißt, das wirkt im Grunde hier so zusammen, dass wir eben Sachen wiedererkennen, dass wir Gedächtnis haben. Es ist aber im Gehirn tatsächlich nicht so, wie es oft dargestellt wird, dass wir jetzt einen Speicher haben, wie jetzt bei so einem Computer, und die Festplatte ist dann eben voll
Und dann gibt es eine Verarbeitungseinheit, die davon losgelöst ist, sondern im Grunde im Gehirn ist Speicher und Verarbeitungseinheit immer eine Einheit. Das heißt, wir haben nicht irgendwo einen Speicher liegen, auf den zugegriffen wird, sondern es geht um Verbindungen von Nervenfasern und das ist dann auch gleichzeitig auch schon das Gedächtnis. Aber hier wird das im Grunde dann mit übertragen. Die Amygdala oder Amygdala, wie man manchmal auch sagt, diese beiden paarigen kleinen Klümpchen, die wir im Gehirn haben, die hier jetzt rot dargestellt sind, das ist im Grunde so unser, ja, Alarmsensor, wird auch gerne Mandelkern genannt. Und da geht es vor allen Dingen darum, ja, so ein gewisses Angstempfinden zu haben. Das heißt, wenn ich jetzt in einer Situation bin und die jagt mir im Grunde etwas Angst ein, da fürchte ich mich, dann ist die Amygdala da und gibt entsprechende Signale. Das heißt, die hat natürlich eine wichtige Schutzfunktion für den Körper, um den eben vor potenziellen Gefahren zu schützen und kann da beispielsweise auch Sachen wiedererkennen. Also wenn man beispielsweise ein Trauma erlitten hat und in einer ähnlichen Situation ist, dann sieht man auch in der Amygdala von diesen Personen da eine entsprechende Aktivierung. Und alles diese, die ich jetzt zusätzlich noch dargestellt habe, diese Systeme, die sind sehr, sehr komplex und die haben halt sehr, sehr übergreifende Funktionen. Die werde ich jetzt nicht nochmal tiefer eingehen. Da geht es mir nur darum, dass ihr eine Übersicht habt. Wir konzentrieren uns jetzt vor allen Dingen auf die Sachen, die jetzt in der motorischen Ansteuerung zu suchen sind. Und da ist ganz wichtig, dass wir eben hier einmal teilen müssen zwischen der somatosensorischen oder dem sensorischen Anteil und dem motorischen Anteil. Man sieht das jetzt hier einmal dargestellt an den Gehirn. Und zwar, wenn wir jetzt hier wieder anterior haben, also links wäre jetzt hier vorne, dann sehen wir, dass die Sensorik eher etwas weiter hinten liegt und die Motorik etwas weiter vorne. Um sich das zu merken, so mache ich es jedenfalls, denke ich mir immer, okay, eine Bewegung geht ja in der Regel nach vorne, das heißt, ich laufe nach vorne oder ich schwimme nach vorne, also eine Bewegung geht eigentlich eher nach vorne als nach hinten. Und weil eine Bewegung eher nach vorne geht, merke ich mir, dass die Motorik eher weiter vorne sitzt. Vielleicht hilft euch das auch als Denkansatz. Und was wir hier auch sehr schön sehen, ist, dass die unterschiedlichen Areale, die jetzt hier im Grunde sitzen, nicht unbedingt äquivalent sind zu der Größe, die die jeweilige Körperposition hat. Denn es kommt hier immer darauf an, wie groß ist die jeweilige Dichte, sowohl an sensorischen, wahrnehmenden Anteilen und motorischen Anteilen. Und das fasst man oft unter diesem Begriff des Homunculus zusammen. Also sensorischer oder motorischer Art. Und da sehen wir beispielsweise, dass Dinge wie jetzt Lippen, die ja eine sehr, sehr hohe Sensitivität haben, deswegen küsst man sich ja auch genau darauf, eine sehr hohe Dichte haben, sehr viel Platz natürlich dann auch hier einnehmen. Oder beispielsweise Fingerkuppen, wohingegen jetzt beispielsweise Ellenbogen, Schulter jetzt vielleicht nicht ganz so groß repräsentiert sind. Und ähnlich ist das auch so bei der Motorik. Da ist ganz wichtig, dass wir eine gewisse Verschaltung haben. Das heißt, eure rechte Gehirnhälfte steuert da die linke Körperseite und die linke Gehirnhälfte steuert die rechte Körperseite. Dieser Übergang von der einen zur anderen Hirnhälfte ist über das Corpus callosum verknüpft und da haben wir eben genau diese Überschneidung. Das heißt, wenn ich jetzt auf der linken Seite beispielsweise einen kleinen Infarkt hätte oder eine Schädigung im Gehirn, dann hätte ich im Grunde Probleme auch auf der rechten Körperhälfte und andersrum. Dieser Homunculus wird ganz gerne so dargestellt, so wie wir es jetzt hier sehen, aber gerade im Bereich der Sensorik muss man da auch ein weiteres Körperteil, was wir jetzt hier in der Beckenregion sehen, noch etwas prominenter darstellen. Das wird oft nicht gemacht, weil es vielleicht auch für Kinder jetzt nicht ganz so toll ist, aber gerade auch die Sexualorgane sind natürlich auch, haben eine hohe Sensitivität und müssten deswegen auch eigentlich etwas größer repräsentiert sein. Dieser Homunculus wird ja, wie gesagt, ganz gerne hier dargestellt, so mit den großen Händen und den großen Mund beispielsweise. Dieser Homunculus ist aber wirklich auch sehr dynamisch. Das heißt, man kann nicht sagen, der ist per se so,
sondern der hat auch eine gewisse Formbarkeit. Das heißt, je nachdem, mit was ich mich jetzt beschäftige, werden da jetzt auch die unterschiedlichen Regionen stärker repräsentiert, weil da höhere Anzahl an Nervenverbindungen sind. Das heißt, wenn jetzt jemand beispielsweise Musiker ist und Klavier spielt, dann werden auch die motorischen Areale im Bereich der Hand noch größer repräsentiert sein, noch feingliedriger als jetzt in anderen Bereichen. Und das geht zum Beispiel auch so weit, dass wenn jetzt jemand eine Amputation hat, dann können teilweise andere Hirnregionen das mit kompensieren. Das führt aber auch beispielsweise zu dem Phänomen, dass Leute, die eine Amputation haben, sogenannte Phantomschmerzen bekommen. Das heißt, dass obwohl das Organ oder der Arm beispielsweise nicht mehr da ist, dass man dann trotzdem ein gewisses Schmerzempfinden hat, weil der Körper merkt, da fehlt irgendwie was und sendet dann im Grunde auch etwas und das kann sich auch verändern. Hier ist ganz wichtig, man vergisst ganz gerne, dass das Gehirn auch ein sehr plastisches Organ ist. Bei einem Muskel, wenn ich jetzt ein Muskeltraining mache, dann sehe ich, der Muskel wird dicker, ich sehe ein Resultat. Oder beim Ausdauertraining sieht man, ich kann das in einer schnelleren Zeit absolvieren. Beim Gehirn ist das etwas komplizierter, aber das Gehirn ist auch ein sehr, sehr komplexes, sehr ja, plastisches Organ. Das heißt, in jeder Sekunde, auch gerade wo ihr euch das jetzt anschaut, werden Nervenzellen gebildet, beziehungsweise Verknüpfungen geschaffen, Synapsen geschaffen. Und je mehr man das macht, umso stärker wird auch eine Verbindung. Und wenn man das im Grunde lässt, also sich mit einer Sache längerer Zeit nicht beschäftigt, dann wird das auch entsprechend abgebaut. Und das muss man bei diesem Homunculus dann auch immer beachten, dass der auch immer sehr individuell sein kann, je nachdem, was ich da mache. Was man schon sehr lange Zeit wusste, aber jetzt auch nochmal neu belegt hat, ist, dass körperliche Bewegung dazu führen kann, dass bestimmte Wachstumsfaktoren, also die Nervenzellen im Gehirn wachsen lassen, gebildet werden. Man spricht da von sogenannten also von sogenannten Brain-Derived Neurotrophen Faktoren. Und meine Kollegin Christel Knäpen hat sich dem mal gewidmet und hat da in Sports Medicine einen entsprechenden Review-Artikel zu verfasst, nämlich zur Neuroplastizität und welchen Einfluss hat das jetzt im Grunde auf diesen Brain-Derived Neurotrophic Factor oder auch kurz gesagt BDNF. In diesem Review oder in dieser Meta-Analyse müsste man eigentlich genauer sagen, wurde natürlich erstmal eine entsprechende Suche gemacht. Hier sehen wir jetzt die jeweiligen Einträge in den sehr umfänglich ausgestatteten Portalen. Und dann wurden natürlich hier sehr viele Items wieder rausgeschmissen, weil das Duplikate waren oder Tierstudien waren und so weiter. Und nach diesem ganzen Auswahlverfahren wurden jetzt hier 24 Studien für diese Meta-Analyse berücksichtigt, um da jetzt mal zu schauen, welchen Einfluss hat das Ganze. Und was Christel und die entsprechenden Co-Autoren hier herausgestellt haben, ist, dass gerade aerobe Belastung, also ausdauerorientierte Exercise, wirklich sehr, sehr deutlich zu einem Anstieg führen kann im zirkulierenden BDNF. Obwohl das jetzt nur eine Teil, also nur eine gewisse Zeit hält. Also es ist transient, das heißt, das hält nur eine gewisse Weile an. Es führt nicht dazu, dass die Konzentration von BDNF bei Sportlern jetzt übermäßig groß ist. Während man eine Belastung hat, werden natürlich vor allen Dingen die Regionen, die ich gerade dargestellt habe, die für die Bewegungskoordination zuständig sind, aktiviert. Und das, was jetzt im präfrontalen Kortex los wäre, also das, was ja hauptsächlich mit also mit Nachdenken zu tun hat, das wird runtergefahren. Ihr könnt es selber mal ausprobieren. Ihr könnt mal bei einer relativ ja, moderaten bis leicht hohen Intensität laufen gehen und mal versuchen, von 1000 in 7er Schnitten rückwärts zu zählen. Das wird euch auf jeden Fall schwerer fallen, als wenn ihr das so in Ruhe macht. Man spricht da auch von einer Hypo- oder von einer temporären Hypofrontalität, das heißt weniger Durchblutung oder weniger Aktivierung im Bereich des präfrontalen Kortex, weswegen viele ja auch sagen, dass Sporttreiben den Kopf frei macht, in Anführungszeichen. Hier kann man sogar sehen, dass es da zu Bradytovenfaktoren kommt. Langzeiteffekte
in Bezug jetzt auf neurodegenerative Erkrankungen und inwiefern jetzt das dazu führt, also Aerobic Exercise dazu führt, diese neurodegenerativen Erkrankungen abzumildern, das gibt es bisher noch nicht so wirklich. Also richtige Langzeitstudien gibt es da nur wenige. Es gibt aber erste Indizien, die auch zeigen, dass das durchaus helfen kann. Gerade in der Kombination von jetzt Bewegung oder Training. Wie gesagt, Ausdauertraining hat sich jetzt hier wirklich bewährt. Krafttrainingsstudien gibt es einfach sehr, sehr wenige und die Effekte sind da auch nicht so klar. Bei Ausdauertraining ist das schon noch mal größer. Und wenn ich das jetzt kombiniere mit einer gewissen Ernährungsstrategie oder bei einer entsprechenden neurodegenerativen Erkrankung mit bestimmten Medikamenten, scheint das eigentlich eine gute Kombination zu sein, um das abzumildern. Wir sehen also, Bewegung kann durchaus dazu führen, dass wir entsprechende Nervenverbindungen bzw. erstmal Nervenzellen bilden. Das soll jetzt nicht heißen, dass Sport unbedingt schlau macht, weil wenn ich jetzt mich in einem gewissen Fach nicht auch entsprechend betätige, dann wird es einfach diese Verbindung nicht geben. Dann habe ich vielleicht mehr Nervenzellen, aber wenn diese Verbindungen nicht da sind, dann bringt mir das auch nichts. Das heißt, es kann nur etwas verstärken. Ja, das ist auch nochmal wichtig hier zu sagen. Wenn wir uns jetzt vom Gehirn also wegbewegen und jetzt beispielsweise ein motorisches Programm hier weiterleiten wollen, dann wäre ja der nächste Schritt, dass wir das ans Rückenmark weiterleiten. Und im Rückenmark haben wir auch eine graue und eine weiße Substanz, aber hier ist es im Grunde umgekehrt wie beim Gehirn. Beim Gehirn hatten wir ja gesagt, liegt die graue Substanz außen, die weiße Substanz innen. Und auf Rückenmarksebene ist es genau umgekehrt, da liegt die graue Substanz innen und die weiße Substanz außen. Wir sehen jetzt hier einmal das Vorderhorn und das Hinterhorn und die jeweilige Verbindung zum Muskel. Gehen wir jetzt mal hier von dem Vorderhorn aus. Das heißt, wir würden jetzt hier über die 1B-Fasern, das sind jetzt zum Beispiel hier Fasern, die von den Golgi-Sehnenorganen kommen, das sind die 1B-Fasern, die würden jetzt hier eine Information reingeben. Genauso auch die Fasern, die jetzt hier aus den Muskelspindeln kommen, die Typ 1A-Fasern, die jetzt hier reinkommen. Die geben auch entsprechende Signale an das sogenannte Alpha-Motoneuron und können damit auch den Muskel letztendlich innervieren. Das sind so die wichtigsten Fasern. Nur, dass ihr euch im Rückenmark nochmal kurz orientieren könnt. Wir haben jetzt hier das Vorderhorn. Hier haben wir die Verbindung zum Muskel. Auch da gilt wieder der Spruch, wenn ihr euch das merken wollt. Bewegung geht nach vorne. Das heißt, vom Vorderhorn gehen die Verbindungen zum Muskel hin, der eine Bewegung macht. Die sensorischen Sachen, also Muskelspinden, also Sehnenorgane und anderes, die gehen über diese hintere Wurzel im Grunde da rein und sind hier verschaltet. Da gibt es auch noch sogenannte Interneurone, das heißt, die verbinden dann, wie der Name schon sagt, eben Neurone miteinander. Das heißt, ich habe hier beispielsweise ein sensorisches Neuron, das sendet hier ein Signal und kann hier jetzt auch in einer Verbindung treten mit dem Alpha-Motoneuron. Wie das aussieht und wie man sich das vorstellen kann, habe ich euch hier mal an zwei Beispielen mitgebracht. Das kennt ihr nämlich auch aus dem Bereich Reflexe. Das heißt, wenn wir etwas sehr, sehr schnell brauchen, dann ist es sinnvoll, dass das eben nicht noch ans Gehirn geht, wo wir dann drüber nachdenken, wo dann irgendwas passiert, sondern das muss relativ schnell passieren. Ein Beispiel ist, was ich gerne nehme, ihr fasst auf eine heiße Herdplatte und sofort zieht ihr reflexartig im wahrsten Sinne des Wortes die Hand weg. Warum? Weil ihr da eine entsprechende Sensorik habt. Das wird sofort an euer Rückenmark weitergeleitet. Da wird detektiert, das könnte potenziell gefährlich sein und ihr zieht weg. Und was Ähnliches sehen wir jetzt hier als Beispiel. Wir sehen jetzt hier mit dem rechten Fuß, wird hier jetzt auf einen, ich glaube, es ist sogar tatsächlich eine Muschel, aber auf jeden Fall auf einen Schmerzreiz draufgetreten. Der wird jetzt wahrgenommen und diese Sensorik wird jetzt hier über diese Schmerzfasern, geht über das Hinterhorn jetzt hier ins Rückenmark rein. Und jetzt über Interneurone werden jetzt unterschiedliche Muskeln entweder inhibiert oder ja, erregt. Und
Das sehen wir jetzt hier sehr schön. Wenn wir also jetzt hier auf diese Muschel drauftreten und uns das wehtut, dann wollen wir natürlich einmal, dass wir da nicht weiter drauftreten. Das heißt, wir müssen die Strecker, das sieht man jetzt hier, also den Quadrizeps oder einen Anteil des Quadrizeps, den wollen wir inhibieren, dass der nicht weiter feuert, weil sonst würden wir ja da weiter drauftreten. Und gleichzeitig wollen wir aber auch den Antagonisten, also hier jetzt Semitendinosus, aber es könnte auch ein anderer Anteil der Ischiokoralmuskulatur sein. Wir wollen den Beuger hier aktivieren, denn wir wollen ja, dass das Knie hochgezogen wird, beziehungsweise dass das Kniegelenk gebeugt wird, damit wir nicht wieder diesen Schmerzreiz haben. Das geht aber nicht nur über dieses eine Bein, sondern auch über das andere, weil wir müssen ja irgendwo stehen. Das heißt, wenn wir jetzt gerade unser Gewicht hier drauf verlagern wollten, es tut weh, wir ziehen den Fuß hoch, dann müssen wir gleichzeitig dafür sorgen, dass wir hier nicht umkippen. Das heißt, auf der anderen Seite ist genau das Gegenteil der Fall. Da ist es jetzt so, dass wir eben die Streckmuskulatur, um einen sicheren Stand zu haben, die wird aktiviert und die Beugermuskulatur, die wird eher gehemmt. Beim Stehen kann man auch beide Sachen hier aktivieren, aber es geht mir hier jetzt ums Prinzip. Ja, das heißt, der Körper macht das super, super schlau, dass er uns eben nicht darüber nachdenken lässt, sondern im Grunde direkt auch handelt. Ein anderes Beispiel, was sehr berühmt ist, ist der Patellasehnenreflex. Hier ist es jetzt so, dass die Muskelspindel auf einmal merkt, okay, ich habe hier eine sehr, sehr schnelle Dehnung, also die Muskelspindel, die reagiert auf Dehnung, vor allen Dingen dann, wenn sie sehr schnell ist. Das heißt, über diese 1A-Fasern geht es auch wieder ans Hinterhorn, wird hier verschaltet. Das heißt, es wird jetzt hier gesagt, okay, könnte potenziell dazu führen, dass wir hier zu schnelle Dehnung haben. Das heißt, die Streckmuskulatur wird jetzt hier aktiviert. Deswegen haben wir auch diesen Ausschlag, dass das Bein dann so nach vorne geworfen wird. Und auf der anderen Seite eben eine Hemmung dieser Beugemuskulatur, was jetzt hier ein Schutzmechanismus ist, das tut uns eigentlich nichts, aber es könnte ja und der Körper reagiert halt darauf. Und das ist im Sport immer dann wichtig, wenn es wirklich sehr, sehr schnell gehen muss und oder wenn ich drohe umzukippen oder sowas, dann wird das oft eben auch auf Rückenmarksebene gemacht. Das sind die beiden wichtigen Teile. Wir haben einmal diesen Teil des zentralen Nervensystems, also sprich den das Gehirn und auch das Rückenmark und dann das periphere Nervensystem, was jetzt hier über diese Nervenfasern dann rübergeleitet wird. Man kann jetzt hier noch unterscheiden zwischen dem sogenannten Eigen- und dem Fremdreflex. Das sehen wir jetzt hier aus einer Abbildung aus dem Hollmann-Strüder. Das kann jetzt einmal die Muskelspindeln oder motorischen Endplatten hier betreffen. Dann ist es ein Eigenreflex, weil das wirklich innerhalb der einzelne Muskulatur auch im Grunde sich selber wieder zurückwirkt. Ein Fremdreflex wäre da, weil jetzt, wenn was anderes beteiligt ist, also wie beispielsweise Haut. Da nehme ich jetzt nochmal das Beispiel, ihr fasst mit der Hand auf die heiße Herdplatte, dann betrifft es eure Muskulatur ja nicht, sondern ihr habt einen sensorischen Hitzereiz, wo ihr relativ schnell merkt, nach ein paar Millisekunden, das ist heiß und ihr zieht sofort weg. Das würde man dann als sogenannten Fremdreflex bezeichnen. Welche verschiedenen Strukturen haben jetzt welche Funktionen? Da habe ich euch diese Auflistung aus dem Demaré nochmal mitgebracht. Nur ganz kurz, wir sehen jetzt hier beispielsweise Motivationsareale, die für die Entscheidung und überhaupt für die Zielsetzung erstmal eine wichtige Rolle spielen. Dann der Assoziationskortex, da sind jetzt sozusagen die gespeicherten Programme und Bewegungsentwürfe drauf. Das heißt, wenn ich eine Bewegung kenne, dann kann ich darauf zurückgreifen, Sprungwurf, ja, eine bestimmte Fußfolge im Tanzbereich. Das heißt, da kann ich im Grunde kann ich gucken, okay, kenne ich da was zu, kann ich da was mit anfangen. Dann kommen wir in die Bewegungsplanung. Das heißt, da haben wir den prämotorischen Kortex oder den supplementärmotorischen Kortex, in der eben die Bewegungsprogramme umgesetzt werden. In ein konkretes Programm, also nicht ein allgemeines, sondern hier ein konkretes Programm. Das muss dann aber noch fein abgestimmt werden auf die jeweilige Situation, beispielsweise im Fußball. Ja, da haben wir auch immer unterschiedliche Bedingungen. Das heißt, das funktioniert über Ebene des Kleinhirns oder der Basalganglien, dass ich das eben räumlich-zeitlich oder stützmuskelmäßig so koordiniere, dass es für diese Situation passt. Wenn das alles soweit klar ist, dann hat der Motorkortex die Aufgabe, das jetzt konkret an die Muskulatur weiterzuleiten, also über die entsprechenden motorischen Bahnen.
und die jeweilige Sache dafür auch zu innervieren. Es gibt dafür auch immer eine sensorische Rückkopplung. Das heißt, ich habe sensorische Signale und kann das im Grunde dann auch immer wieder nochmal neu anpassen. Das funktioniert also mehrfach hier. Der Hirnstamm ist jetzt eben dafür zuständig, gerade die Stützmotorik jetzt hier noch zu aktivieren und ja, ist im Grunde auch ein Teil an der Feinabstimmung da beteiligt. Das Rückenmark als große Nervenautobahn sendet das Ganze dann eben an das Alpha-Motoneuron und an der Skelettmuskulatur wird das Ganze umgesetzt. Und da schließt sich im Grunde der Kreis, da haben wir ja ganz am Anfang im Bereich der Muskelkontraktion dann angefangen, uns die Erregungsleitung anzuschauen und das ist im Grunde dann nochmal die konkretere Vorgeschichte dazu. Wenn wir uns das jetzt mal schematisch anschauen, dann könnte man sich das auch so anschauen. Das hat meine Kollegin Julia Mirau mal zusammengefasst, was ich sehr schön finde, auch mit den jeweiligen Strukturen. Das heißt, wir haben erstmal so das limbische System, was ich gerade schon gesagt habe, was so in der Mitte liegt, was an vielen Sachen beteiligt ist, aber auch erstmal die Motivation überhaupt gibt. Das heißt, wenn die nicht gegeben ist, wenn ich in einer emotional ungünstigen Lage bin, dann habe ich Schwierigkeiten, da einen super Bewegungsentwurf zu machen. Also erstmal muss das limbische System die Motivation da hochhalten. Dann geht es an den prämotorischen Kortex für den Bewegungsentwurf. Und da gibt es jetzt nochmal die Aufteilung in die Basalganglien, die eher für die Entscheidung da zuständig sind und das Kleinhirn dann eher für diese Feinabstimmung. Und diese Feinabstimmung, die funktioniert über das sogenannte, ja, Forward-Modell. Das heißt, ich habe eine Idee, was jetzt da sein soll. Also ich will jetzt eine bestimmte Flanke schießen. Dann führe ich das Ganze aus. Das heißt, das Ganze wird ausgeführt. Und ich kriege dann natürlich auch ein Feedback, dass ich halt sehe, okay, wie fliegt die jetzt? Und kann dann eben sehen, okay, hat das gepasst oder hat es nicht gepasst? Und das ist im Grunde halt diese Forward-Feedback-Schleife, die sich dann im Grunde ergibt. Nehmen wir mal ein Beispiel. Ich muss ja vorher wissen, was ich im Grunde antizipieren kann, was ich erwarten kann. Und man hatte jetzt hier mal folgendes Experiment. Man hat jetzt hier eine Versuchsperson gehabt. Die Aufgabe war jetzt hier, diesen Ball zu fangen. Und zwar möglichst so, dass es jetzt nicht völlig ein hartes Fangen ist, sondern dass es im Grunde sehr weich abgefangen wird. Das heißt, man musste jetzt hier diese Flugbahn dieses Balls so abschätzen, dass man das hier gut regulieren kann. Man hat sich dann auch die Muskelaktivierung angeschaut und das ist halt wichtig, wenn ich sehr schnelle Handlungen habe, dass ich schnell einschätzen kann, wie sieht das im Grunde aus. Und die Fähigkeit des zentralen Nervensystems, diese sensorischen Konsequenzen vorherzusagen, dafür brauche ich natürlich einmal eine gewisse Erfahrung, aber ich muss auch diese ganzen Prozesse, die jetzt hier beteiligt sind, koordinieren. Das heißt, wir haben, wenn wir es ganz runterbrechen, wir haben eine visuelle Wahrnehmung, wir haben eine Verarbeitung davon, dann müssen wir das auch motorisch richtig einschätzen und dann auch entsprechend jetzt so das Feedback planen. Also wie kann ich das hier jetzt noch zum Beispiel nochmal fein justieren? Und das habe ich im Grunde bei jeder sportlichen Bewegung, die natürlich nochmal deutlich komplexer sind in der Regel, habe ich das auch. Wenn wir uns das mal an einem konkreten sportlichen Beispiel von der Koordination anschauen, dann sehen wir das hier jetzt mal am Beispiel Basketball. Das heißt, nach der Definition von Koordination ist ja das letztendlich das Zusammenwirken aus zentralem Nervensystem und Skelettmuskulatur im Rahmen eines gezielten Bewegungsablaufes. Also hier beispielsweise, ich möchte jetzt in diesen Korb werfen. Das heißt, ich habe eine Idee, was ich machen muss, um das zu tun. Ja, wie ich den Impuls von den Beinen übertragen muss, wie ich meine Hände dann halte und kann dann immer gucken, was wurde über das Forward-Modell generiert, was gibt es als Feedback. Das kann einmal sein, ist er drin oder nicht, das ist relativ einfach. Oder wie war die Flugkurve des jeweiligen Versuchs und das muss entsprechend dann auch verarbeitet werden. Hier sehen wir das jetzt nochmal in einer anderen Weise. Das heißt, wir haben auch hier wieder unseren Bewegungsentwurf. Der wird mit der Sensorik im Grunde verglichen. Und dann haben wir jetzt hier beispielsweise drei Phasen. Wir haben die erste Phase, wo die Bewegung im Grunde ja geplant wird. Dann wird sie im Grunde auch ausgeführt. Und in der dritten Phase kann ich dann sehen, was
ist letztendlich passiert. Das heißt, wir haben immer einen gewissen Bewegungsvorgriff und dann auch immer noch die Rückkopplung. Und das sollte im Sport natürlich auch möglichst schnell passieren, dass ich da auch eine gute Bewegungsausführung habe. Um das Ganze jetzt zu schulen, kann man natürlich auch gerade diese Prozesse versuchen zu optimieren und eben da diese koordinativen Fähigkeiten, über die ihr mit Sicherheit schon im Studium gesprochen habt, zu trainieren. Da gibt es ja die Differenzierungsfähigkeit, Orientierungsfähigkeit, Rhythmisierungsfähigkeit, Kopplungsfähigkeit, Reaktionsfähigkeit, Umstellungsfähigkeit und Gleichgewichtsfähigkeit. Und diese Fähigkeiten, die kann man natürlich auch über unterschiedliche Sachen jetzt beeinflussen. Das heißt, ich kann entweder an den Informationsanforderungen arbeiten, also dass ich beispielsweise die optischen Anforderungen verändere, dass ich beispielsweise nicht mehr so viel sehe oder dass ich bestimmte akustische Reize setze oder weglasse. Das heißt, ich kann einmal gucken, welche Anforderungen sind das. Das kann ich aber auch im Training dann anpassen. Oder ich schraube entsprechend an den Druckbedingungen, die ihr auch schon gehört habt. Das heißt, dass ich hier versuche, das zum Beispiel zu ändern. Wichtig ist natürlich, wie sieht es generell aus? Und habe ich eben generell einen hohen Präzisionsdruck oder einen hohen Zeitdruck und dann erstmal versuchen, das vielleicht etwas einfacher zu haben, bis die Bewegung soweit klar ist. Und dann kann man das entsprechend auch schwieriger gestalten. Jetzt kann man sich fragen, was macht denn jetzt wirklich einen Top-Experten aus und wie unterscheiden sich da jetzt gerade diese Prozesse von Wahrnehmung und Bewegung? Und mein extrem geschätzter Kollege Torben Hülsdünker, der wahnsinnig viel in dem Bereich gemacht hat, eine super gute Promotion hingelegt hat, ich glaube ungefähr alle Preise, die es auf der Welt gibt, Young Investigator Award, Nachwuchspreis, alles zurecht bekommen hat, der hat sich jetzt hier mal damit beschäftigt, gerade bei Badmintonspielern, und hat sich das auch angeguckt, wie unterscheidet sich das zwischen Experten und Novizen und hat da auch rausgearbeitet, was sich da unterscheidet. Und in dieser Studie ging es jetzt darum, bei den Badmintonspielern, was jetzt da nochmal der Unterschied ist. Und wer Torbens Arbeiten kennt, der weiß, dass oft im Titel auch schon die Lösung steckt, dass nämlich hier vor allen Dingen die visuellen und nicht so sehr die motorischen Prozesse da einen Unterschied machen. Kurz vielleicht, was wurde gemacht? Letztendlich war es hier ein sehr grundlagenorientiertes Experiment. Das heißt, es wurde, das sieht man jetzt hier angedeutet, es gab einen Punkt in der Mitte, der hat sich bewegt und auf diese Bewegung des Punktes sollte jetzt reagiert werden. Es sollte also eine Taste gedrückt werden. Wenn man jetzt ganz einfach rangeht, dann könnte man einfach nur gucken, wie unterscheidet sich jetzt, wie unterscheidet sich das? Ich habe einen Reiz und ich drücke. Ich habe eine Reaktionszeit, fertig. Und das hat man früher auch gemacht und da gibt es auch Erkenntnisse zu. Aber für Torben wird das natürlich auch nicht ausreichen, denn es ist ja die Frage, und das war jetzt hier das Hauptding, welche genauen Prozesse sind denn jetzt das, was den einen schneller macht oder nicht so schnell macht? Und man hat da auch schon Unterschiede gesehen zwischen den Leuten, die Badminton spielen und die nicht Badminton spielen, dass es da eben Unterschiede gibt. Und jetzt war hier die Frage, wie ist das innerhalb der Badminton-Leute? Und dafür vielleicht nochmal ganz kurz, was man hier jetzt im Grunde an Prozessen hat. Ich habe ja erstmal das Auge, was etwas wahrnimmt. Und dieses Auge muss das ja im Grunde erstmal verarbeiten. Das heißt, von dem Auge geht es zu dieser Region LGN. Diese Region ist bezeichnet als Lateral Geniculate Nucleus, der das im Grunde auch weiter verarbeitet und der sendet das dann weiter an den primären visuellen Cortex, das ist jetzt hier V1 und V2, die jetzt hier am hinteren Bereich des Kopfes liegen, im Okzipitalbereich. Von da aus geht es weiter zu der Region MT, also für die Region, die an der visuellen Weiterverarbeitung zuständig ist. Das ist so das mittlere temporale Gebiet, was für die visuelle Wahrnehmung zuständig ist. Da gibt es jetzt auch hier noch die Potenziale N2 und N2R. Und von da aus geht es dann zu den Regionen BA6 und BA4,
BA6 ist im Grunde assoziiert mit dem prä- und supplementärmotorischen Kortex und BA4 ist assoziiert mit dem primärmotorischen Kortex. So. Und was man sich jetzt hier anschaut, ist, was passiert im Grunde im Gehirn. Das heißt, die Methode, die jetzt hier angewendet wurde, ist EEG. Und was man sich hier anschaut, ist an 64 Elektroden wurde jetzt hier im Grunde die Versuchsperson mit einer Maske bedeckt. Da muss man eine entsprechende Lösung drauf machen, dass man auch die entsprechenden Widerstände hat. Und der Vorteil dieser Methode ist, dass man eine sehr, sehr hohe zeitliche Auflösung hat. Das heißt, man kann wirklich im Millisekundenbereich mit einer hohen Abtastrate sehen, was passiert. Das sehen wir jetzt hier mal farblich dargestellt für verschiedene Millisekundenbereiche. Das heißt, so nach hier jetzt dargestellt 100 Millisekunden, 100 bis 150, sehen wir, dass wir so eine Aktivierung haben in den Bereichen, die so visuelle Verarbeitung machen und im Okzipitalbereich. Dann sehen wir, dass das hier weitergeleitet wird. Und irgendwann sind wir dann auch in den Bereichen, die jetzt zum Beispiel für die motorische Planung zuständig sind. Das hat man sich jetzt hier angeschaut. Und da war jetzt natürlich die Frage, welche Prozesse sind jetzt hier vor allen Dingen besonders wichtig. Das, was man hier sich angeschaut hat, nennt man ereigniskorrelierte Potenziale, also entweder EKPs oder ERPs, also für Event-Related Potentials. Das heißt, man guckt sich das immer im Verhältnis an zu dem, was an Stimulus gesetzt wurde. Jetzt gibt es hier einmal Stimulus-Locked ERPs. Das ist im Grunde, ich habe einen Stimulus und ich möchte ja wissen, wie lange ist jetzt hier die Verarbeitung gewesen. Und dann gibt es Response-Locked ERPs. Das ist dann halt hier die jeweiligen Verarbeitungen, wie es dann zu dieser motorischen Planung kommt. Und was man sich dann angeschaut hat, ist, wie korreliert das jetzt mit der Zeit, die ich brauche, um jetzt eine Auslösung im EMG zu haben. Und direkt nach der Auslösung im EMG kann ich natürlich auch dann sehen, was wurde wirklich gedrückt. Also wenn der Knopf gedrückt wurde, dann ist das diese Visual Motion Reaction Time. Das heißt, dass ich, das ist wirklich dann Knopf gedrückt. Aber ihr seht, da sind auf jeden Fall noch einige Prozesse dazwischen. Und wichtig war jetzt, welcher von diesen Prozessen ist jetzt wirklich entscheidend? Bewegen die sich schneller, die eine schnellere Reaktion haben, oder nehmen die schneller wahr? Und was wir jetzt hier sehen, ist die jeweilige Latenz. Das heißt, wir haben einmal diese Stimulus-Locked ERPs, die Response-Locked ERPs und dann die jeweilige Zeit für die Muskelaktivierung und für das gedrückt wird. Wir gucken uns jetzt also hauptsächlich hier mal diese Latenzzeit an. Was man grundsätzlich festgestellt hat, ist, dass es eine signifikant positive Korrelation gibt zwischen dem Alter und dieser Reaktionszeit. Das heißt, das scheint hier auch noch mit einen Einfluss zu haben. Da der Korrelationskoeffizient jetzt hier positiv ist, deutet das darauf an, höheres Alter, höhere Zeit, also je jünger, je schneller könnte man da jetzt sagen. Was keinen Einfluss hatte, war die Experience, also die Trainingserfahrung, die jetzt hier überhaupt keinen Beitrag zu dieser Größe geleitet hat. Das war auch nicht signifikant korreliert zu der Zeit, bis ich einen Ausschlag im EMG habe. Man hat jetzt einmal einzeln korreliert, welche Latenz jetzt hier besondere Korrelation hat mit dem Ergebnis im EMG und in der Reaktionszeit und hat jetzt hier vor allen Dingen Unterschiede gefunden im Bereich dieser N2. Das ist also die Region, die jetzt so diese Weiterverarbeitung von visuellen Reizen da ausmacht. Man hat aber auch im Bereich der Bewegungsplanung, also BA6, Positivierung und Negativierung, hat man da im Grunde auch Zusammenhänge gefunden. Wenn man jetzt aber das global betrachtet und sagt, man macht das jetzt über eine multiple Regression, dann bestand das Modell einmal aus dem Alter und dieser N2 und N2R-Latenz. Und dann konnte man immerhin 60% der Varianz, die man im EMG-Onset hatte, oder halt 54% der Varianz, die man jetzt in dieser Reaktionszeit hatte, konnte man darüber erklären. Das heißt, dieses Modell hat ganz klar herausgestellt, also motorische Ansteuerung ist da jetzt nicht so entscheidend, sondern entscheidend ist hier auch eher die visuelle Wahrnehmung. Und das war genau auch das, wo sich die Novizen von den
experienced Athleten zwischen den Badminton-Spielern unterschieden haben. Das heißt, das hat das Ganze im Grunde nochmal bestätigt. Was könnte jetzt daraus geschlossen werden? Also einmal natürlich, dass vor allen Dingen diese kortikale visuelle Verarbeitung da besonders wichtig ist und das natürlich auch entscheidend sein kann, um das zu verbessern. Da muss ich ja wissen, müssen die sich schneller bewegen oder müssen die schneller wahrnehmen? Und hier ist klar, die müssen schneller wahrnehmen. Und diese Wichtigkeit dieser visuellen Wahrnehmung kann natürlich dazu führen, dass ich das vielleicht auch im Training nutze. Und jetzt ist die Frage, wie kann man das trainieren? Und da kann man jetzt entweder versuchen, zum Beispiel die visuelle Aufmerksamkeit auf bestimmte Sachen zu lenken oder das Ganze mit sogenannten Shutterbrillen durchzuführen. Das heißt, dass man immer nur eine sehr, sehr kurze Zeit ne, die Brille im Grunde was durchlässt, wieder aufmacht, wieder was durchlässt, zu ist. Das heißt, dass man im Grunde immer so eine Shutter hat. Das heißt, man nimmt weniger Informationen auf und versucht dann das im Grunde zu trainieren. Das heißt, mit weniger Informationen trotzdem ein Ergebnis zu schaffen. Und das hat in anderen Bereichen schon funktioniert. Und ich weiß, dass der Torben im Anschluss an diese Erkenntnisse auch genau das gemacht hat und versucht das im Grunde jetzt auch hier weiter zu führen, um eben zu schauen, ob das beispielsweise eine gute Trainingsmöglichkeit ist. Das ist das eine, wo man jetzt Novizen und professionelle Athleten unterscheiden kann. Der andere Aspekt ist die intra- bzw. intermuskuläre Koordination. Das sehen wir jetzt hier einmal am Beispiel Handcycling. Handcycling ist eine Sportart, wo ihr im Grunde in so einem Liegedreirad drin sitzt und das Ganze mit den Armen antreibt, und zwar synchron. Hier in der Nullposition wäre die Position, wo die Arme maximal gestreckt sind, wo also die Radkurbel von euch wegzeigt. Und dargestellt ist jetzt die jeweilige muskuläre Koordination. Ihr seht auch unten, welche Muskeln da beteiligt sind, also wie die Bewegung eingeleitet wird. Also vom hinteren Anteil des Deltamuskels. Dann haben wir hier den oberen Anteil des Trapezius, die Unterarmmuskulatur, dann der Bizeps, in der Position der vordere Anteil des Schultermuskels, dann der Brustmuskel und dann der Trizeps, Brachii. Das sehen wir jetzt für unterschiedliche Intensitäten. Und was man daraus halt ableiten kann, ist, wie ökonomisch ist das Ganze aus einer muskulären Ansteuerungskiste heraus. Und zwar guckt man sich da vor allen Dingen an, wie groß so dieser Bereich ist, wo wir eine Überlappung haben, also wo wir eine Kokontraktion haben. Also wenn wir uns jetzt hier beispielsweise bei 60 Watt mal die Kokontraktion angucken zwischen Trizeps und Bizeps, dann sehen wir, ist das bei 60 Watt noch relativ gering. Und wenn wir uns das bei 120 Watt angucken, dann sehen wir, ist der Überlappungsbereich jetzt hier schon deutlich größer. Und genauso könnte man beispielsweise auch professionelle Athleten unterscheiden von den Novizen. In der Regel haben die Novizen eine höhere Kokontraktion, die müssen die Bewegung nochmal mehr stabilisieren. Die ist dadurch nicht ganz so ökonomisch, weil ich muss mehr Muskelaktivierung da reinbringen für die gleiche Bewegung. Und im Rahmen des Lernens ist davon auszugehen, dass diese Kokontraktion da entsprechend abnehmen sollte. Und das wäre eine Möglichkeit, wie man jetzt nach dieser visuellen Verarbeitung auf Basis der Ökonomie schauen kann, wie gut ist jetzt hier die Bewegungskoordination. Und da hilft die Methode EMG, also Elektromyographie, da durchaus weiter. Interessant ist auch, wenn man sich jetzt mal die Hirnaktivierung anguckt von Leuten, die jetzt eine Bewegung noch nicht kennen, also die das jetzt neu lernen, im Verhältnis zu denen, die das schon gut können. Und zwar sehen wir das jetzt hier einmal aus einem Buch, was ich euch auf jeden Fall empfehlen würde, Pinel und Pauli, Biopsychologie. Ein super Buch, in den neuesten Auflagen auch sehr, sehr schön beschrieben. Also wenn euch das Thema interessiert, auch gerade vielleicht mit einem Ansatz, was ist bei bestimmten neurologischen Schädigungen oder so weiter, sehr, sehr gutes, also mit eines der besten deutschsprachigen Lehrbücher, was mit Exercise Science auch was zu tun hat, was ich kenne. Also da auf jeden Fall mal reinschauen. Was wir jetzt hier sehen ist, dass diese rosa Areale, da habe ich eine sehr hohe Aktivierung und die grüne ist auch eine Aktivität, aber die ist nicht ganz so groß. Und was wir bei den Leuten, die das jetzt neu lernen, sehr schön sehen, ist, dass im Grunde sehr, sehr viele Areale
sehr hohe Aktivierung haben. Also vor allen Dingen auch hier jetzt ein Areal im Bereich des präfrontalen Kortex, was halt sehr viel für Nachdenken zuständig ist. Das heißt, die Person denkt jetzt wirklich hier sehr viel über die Bewegung nach, macht die Bewegung nicht nur, sondern überlegt und überlegt und überlegt und hat jetzt hier eine sehr hohe Aktivierung. Gleichzeitig muss die Bewegung auch sehr stark fein abjustiert werden, hier beispielsweise im Bereich des Kleinhirns. Das heißt, wenn ihr jetzt, nehmen wir mal Klavier spielen, ja, das hört sich wahrscheinlich jetzt gerade bei dieser Person furchtbar an und da muss auch viel nochmal fein justiert werden, weil da trifft man vielleicht mal falsche Tasten und so weiter. Das heißt, prämotorische Areale, primärmotorische, somatosensorische Areale, die feuern alle total groß. Ein Areal, was auch aktiv ist, aber nicht ganz so sehr, ist das supplementärmotorische Areal. Und das kann man sich darüber erklären, wenn man sich die Funktion dieses Areals klar macht. Denn dieses Areal ist ja im Grunde dafür zuständig, gespeicherte Bewegungsabläufe abzurufen. Und die Person, die die Bewegung nicht kennt, die hat natürlich auch noch keine Bewegung hier abgespeichert. Das heißt, dieses Areal ist deswegen nicht so aktiv und muss im Grunde erstmal gefüttert werden. Das Schöne ist, wenn wir das jetzt mal vergleichen mit der Person, die gelernt hat, dann sehen wir grundsätzlich erstmal eine geringere Aktivierung. Das heißt, wir haben erstmal überhaupt kein Nachdenken. Das heißt, die Person macht einfach diese Bewegung. Feinabstimmung im Bereich des Kleinhirns muss ein bisschen natürlich gemacht werden, aber nicht viel. Posteriorer Parietalkortex ist auch nicht groß aktiv. Auch der prämotorische Kortex, der braucht da auch nicht so viel feuern. Klar, der primärmotorische Kortex, der muss feuern, weil ich habe ja eine Bewegung. Das heißt, dass der sehr aktiv ist, da kommen wir nicht dran vorbei. Also die Person muss ja die Bewegung auch machen. Und am interessantesten finde ich hier, dass gerade der supplementärmotorische Kortex bei diesen Personen sehr, sehr aktiv ist, weil ich ja hier auf diesen, ich sag mal, Bewegungsspeicher drauf zugreifen kann. Das heißt, das ist das einzige Areal, was jetzt bei den geübten Leuten eine sehr viel höhere Aktivierung zeigt, als jetzt bei den Leuten, die eine Bewegung neu lernen. Und das ist natürlich sehr, sehr spannend, wie ich das vielleicht auch machen kann. Also wie kriege ich die Leute dahin? Was kann ich da machen, um das entsprechend zu machen? Wie passt sich das denn jetzt an? Wir sehen jetzt hier eine andere Aktivierung, aber warum brauche ich denn jetzt da eine geringere Aktivierung? Kann man sich ja fragen. Und mit dieser Frage möchte ich die Session heute beenden. Also als kleine Anregung schon mal. So als Cliffhanger für die nächste Einheit. Denn da soll es nämlich genau um das Lernen gehen. Also wie funktioniert überhaupt Lernen? Was kann ich da machen? Was brauche ich da für Gegebenheiten? Und wie kann ich das vielleicht auch ganz praktisch als Trainer steuern, dass Bewegungen besser gelernt werden, mit mehr Spaß gelernt werden und nachhaltiger sind? Alles das gucken wir uns im letzten Teil an, zu Koordination 2. Bis dahin alles Gute und bis zum nächsten Mal.